gezogen. Wenn wir da. Was das denn? Eine Ameise? Kommst du hier hoch? Nee. Na, auf, Fidget. Du machst 13? Oh. Wir haben sie sogar schon erledigt. Du machst 13 Schaden pro Dingens. Was glitzert denn hier so? Ach, das ist normal, wa? Ja, leuchting sie. Was sitzt? Guck mal, ob das bei denen genau in der Zelle ist. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Schade. Schade, schade. Aber hier muss es weitergehen. Sägt er gerade auf der Karte. Kommen wir runter, nicht wahr? Nee. Das sieht doch hier schon allzu komisch aus. Schade, schade. Warum kommen wir denn hier nicht weiter? Und da kommst du nicht. Schlüssel hast du nicht. Dann musst du wohl doch erstmal wieder zurücklatschen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Kann gut möglich sein. Glaube aber eher nicht. Glaube grast doch hier immer alles ab. Hier vielleicht? Ja. Doch hier oben. Ah. Aasgeier. Zeugs, was die da überhaupt von sich geben, ja. Da unten weggedankt. Bam, 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 bam. Ach, wir machen diesen Glitzer. Cool, ey. Glitzerzeugs. Geil, ich muss nochmal hier unten kurz lang. Nicht, dass ich hier ein bisschen Asche noch vergessen habe. Hat irgendwie runtergepurzelt kam, aber nee, das sieht mir hier nicht danach aus. Jetzt muss ich nochmal hochlatschen. Das mache ich doch so gleich mal. Könnten eigentlich nochmal speichern. Vielleicht bekommen wir die Energieleiste dadurch auch wieder voll. Nee, schade. Schade, schade. Läden aufgefüllt. Standort. Na komm mal. Oh, ich dachte schon, wir schmieren schon wieder ab. Gerade sagen, kommen wir darüber. Und hier geht's weiter. Cool, cool. Wo ist dieser kleine Hosenscheißer? Hier wird uns der Rücktritt verwehrt, sag mal. Heißt, Monster sind in der Nähe. Ein paar Fitches geschossen losschicken. Schon runtergesickert. Die alten Aasgeier. Dachte, wäre ruppiger, so eine Ameise. Oder vielleicht ist es gar eine Spinne. Vielleicht soll es auch gar eine Spinne mimen. So, da unten, da war nichts mehr. Werden wir mal eben noch ein bisschen was zu trinken hier einließen. Jetzt wird die Kehle langsam ebenfalls rau.
Ja, wieder Bullenhitze hier. Jetzt haben wir 17:15. Das hitzt sich hier, heizt sich hier ganz schön auf. Gucken halt dann, Blick auf Thermometer, 27,2 Grad gerade. Wenn du dann auch noch ein paar Headphones auf der Runkel hast, das merkst du dann schon, dolle. So, Hitler, da muss noch die Budel zu drehen, zu schreiben, nicht, dass die mir hier umkippt. Ja, Katzin, da ist der kleine Hosenscheißer. Sag doch, jetzt sieht aus wie ein alter Mann. Nee, doch nicht. Ack. Wait. Moment. Und der sammelt tatsächlich Pilze, oder wie? Let's follow him. Meine ich auch. Was macht denn der Pilz? Zeig mal her. Plus 20 Gesundheit und gleichzeitig Gegengift. Also können wir tatsächlich vergiftet werden. Schön, 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 schön. Nur, dass man sie selber ernten. Oder dass man die Möglichkeit, sie selber zu ernten, hätte. Wäre schon nicht schlecht. Mir öfter mal so einen Pilz hier eincrawlen. Natürlich alles mitnehmen, was geht. Mann. Kaum Schluck getrunken, schon fängt da die Rülpse schon wieder an. Ich hab's doch ja nicht. Die Flatterviecher, die schalten wir mit Fitches geschossen schon ganz schön gut aus. Die haben nichts zu lachen. So, ja, eine Hobelschaufel mit Schwert. Apropos Schwert, wir können mal gucken, ob sich so ein Wetzstein schon mal abgenutzt hat dort. Ah, die Feinde natürlich hinterher die Erfahrung und die Asche einsacken. So, und dann wieder hoch. Dann wieder hoch. Nee, Quatsch. Wir müssen hier lang. Hier weiter. Dort geht's nach oben. Oder nach unten, wahlweise. Ich glaube aber, der kleine Hosenscheißer, der ist vorhin nach unten gesprungen, oder? Ja, vielleicht auch gefallen. Erstmal gucken, was es hier oben noch gibt, wo es hier oben noch hingeht. Ja, die Pilze, die müsste man einsacken können. Runter und da, ja. Das weiß ich selbst, dass ich da dann eine Ebene tiefer komme, eine Ebene tiefer gelangen kann. Kommt man noch nicht hoch. Aber hier geht es noch höher. Immer feste drauf. Ist noch mehr los. Die kommen ja nicht mehr runter. Pam, 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 pam. Dass man keine anderen Attacken mitnutzen kann. Das wäre natürlich auch noch
ein Ding, was ja nicht mal so uncool wäre, meine ich mal, dass der dann noch andere Attacken vollführen könnte mit dem Schwert, außer diese Combo hier mit X. Vielleicht kann man das ja, ich mach mal so ein Hadouken mit runter. Diagonal und nach vorne. Aber macht dann nicht. Ja, oder zum Beispiel, dass er seine Beine auch noch mit nutzen könnte oder mit der anderen Hand eben boxen oder greifen oder sowas, ja. Boah, was hast du denn davon? Der wird mal runtergucken. Sagt er sich. Aber die Fidget-Geschosse sind schon ganz schön ruppig. Gerade weil zu viele sind natürlich. Nochmal speichern. Wir sind bei 20%. Ja. Ja. Sticht einmal zu. Ich muss hier wieder eine Brezel spachteln. Pam. Hält ja gar nichts weg, so ein Riesenmammuts. Habe ich gerade gesehen auf seiner Energieleiste, auf diesem Halbkreis da unter ihm oder so. Die Schnauze. Ja, ja, ja. Könnt ihr derweil mal ein bisschen was erzählen? Ja. Nebenbei so, was ich so nebenbei mache, was ich so nebenbei so treibe. Ja, hier haben wir wieder so eine Glibberwand, so eine Rampenwand, die wir wahrscheinlich irgendwie erklimmen können. Bloß, wo sollen wir da hin? Ach, wahrscheinlich gibt es da oben so einen Vorsprung bloß, der in einem versteckten Areal führt, weil da oben auf der Karte, da kann es ja dann nicht mehr höher. Sofern ich die Karte richtig deute, da geht es ja bloß nach rechts und wie wir hier jetzt gehen, nach links weg. Ja, kann ja mal erzählen, was ich zur Zeit so mache. Muss ja neben dem Zocken hier auch. Boah, was macht er denn da? Der wollte uns vergiften. Ja, nicht allzu schwach unterwegs, diese Kreaturen. Und ich denke mal, da sind gar keine Ameisen, das sind doch eher Spinnen. Ja, zurzeit bastel ich wieder an meine alte Map rum. Oder hab rumgebastelt. Jetzt, wo ich am Aufnehmen war von Transistor, von was kam denn noch? Pinball Arcade. Dieses pure Gameplay Schnipselchen da dann natürlich nicht weiter, aber ansonsten baue ich weiter an meiner Map für CSGO an Tobis Map, die gibt es ja immer noch im Workshop auf Steam und ja, mach sie ein bisschen heller, wollte ich sie noch machen. Ich hatte da Probleme und ich glaube, die Probleme, die lagen nur bei mir, dass wenn ich sie mit Bots zusammenspiele, auf der Map, dass ich da Bots drin habe, natürlich, oh, fast hier am Abknibbeln schon, ja, nicht gemerkt da oben, dass die Bots sich zwar bewegen dann im Spiel selbst, aber nicht angreifen, nicht schießen, nicht messern, gar nichts machen. Die blöken bloß immer rum, ich brauche hier Unterstützung, Hilfe, da stehen Gegner oder so ein Scheiß, was sie dann halt eben sagen. Aber schießen nicht, komischerweise. Und ich glaube, der Fehler liegt nur bei mir. Ich hab's mal bei meinem Bruder auf dem PC gesetzt. Der ist ja noch ein viel größerer CSGO-Nerd. Als ich es bin. Und bei denen läuft's aber einmal frei mit Mods.
Da machen sie keine Mucken. Also da mucken sie nicht großartig rum. Ja, nur habe ich mir vorgenommen, die nochmal ein bisschen zu verändern, ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Ein bisschen mehr auch fürs Auge zu bieten. Ich denke mal nicht, dass ich da... Also ich hatte vor, die ganzen Grid-Texturen, die ganzen orangenen und grauen Grid-Texturen, also quasi die Texturen mit den Vierecken drauf, aus dem Editor, aus dem Hammer, die dann quasi durch vernünftige Texturen zu ersetzen. Aber ich denke mal, ich lasse dazu. Das ist schon nicht verkehrt. Hat auch irgendwo Stil. Textur. Und wieder alle voll Monster. Ich sollte eigentlich nur mal zurückgucken, um mal zu checken, ob ich mir irgendwo vergessen habe. Irgendwo abzuhalten.